Ein Hallo und willkommen zur Folge 505. Die sehen doch gar nichts. Ach, wie wir aus unseren Videos ja wissen, als geübter Autofahrer kann man selbstverständlich per Röntgenblick durch die nicht einsehbare Kurve durchgucken. Ach, und er wurde dann wohl vom Glück verlassen, Hauptsache am Radfahrer vorbei. Kreisverkehre hatten wir ja schon länger nicht mehr. Wie das hier passieren konnte, es kann eigentlich nur Träumerei oder Momentversagen gewesen sein. Im toten Winkel waren wir auf jeden Fall nicht, denn in diesem Zufahrtswinkel war die A-Säule nicht im Weg. Hätte er geguckt, hätte er uns eigentlich sehen müssen. Aber mit Gucken könnte man ja vieles verhindern. Gut, und warum der Einsender jetzt hier bis zum Stillstand abbremst, das verstehe ich auch nicht so ganz, aber der Schulterblick hätte hier auf jeden Fall geholfen. Und egal wie wenig Platz ist, am Radfahrer muss man wohl sofort vorbei. Hier sind wir mit Einsender Dreamer unterwegs, wir folgen der abknickenden Vorfahrtsstraße. Junge, Junge, Junge. Und da ist der Name doch wohl gleich Programm, der Sprinter hat hier auf jeden Fall mal richtig geträumt und uns die Vorfahrt genommen. Immerhin hat unser Einsender hier ja aufgepasst, aber bleiben wir doch gleich mal bei ihm, 100 km/h. 40 km/h. Und da hat unser Einsender auch etwas langsamer als üblich reagiert. Er dachte im ersten Moment wahrscheinlich, der Vordermann bremst nur leicht, tat er aber ganz und gar nicht. Trotzdem war das hier aber komplett harmlos. Und warum? Weil er genug Sicherheitsabstand hatte. Und Sicherheitsabstände sind einfach wichtig, denn die Bremsungen eurer Vorderleute kommen ja vor allem immer dann, wenn ihr sie überhaupt nicht erwartet. Wobei ich die Aktion hier ehrlich gesagt nicht verstanden habe, eine erkennbare Ursache für die Bremsung konnte man zumindest nicht sehen. Da vorne kommt eine Kuppe, ja, aber was soll schon passieren? Der gute alte Röntgenblick kann ja schließlich nicht nur um Kurven gucken. Genau deswegen. Haben die kein Gewissen? Das ist eine berechtigte Frage. Offensichtlich nein. Ach komm, das ist aber wirklich unnötig jetzt, ey. Aber jetzt mal wirklich im Ernst, wenn ich lieber eine Gefährdung des Gegenverkehrs in Kauf nehme, anstatt einfach nur 2 Sekunden länger zu warten, bis die Strecke einsehbar wird, dann läuft doch wirklich was falsch. Mit was rechnet ihr üblicherweise im Kreisverkehr? Genau, parkende Autos. Darf man doch so parken, ne? Unser Einsender ist hier mit dem LKW unterwegs, er schrieb dazu noch zum Glück ohne Anhänger, sonst wäre er hier schlichtweg nicht rumgekommen, sondern hätte wählen müssen zwischen Reifen über den Bordstein quälen oder die komplette Straße hier ewig blockieren, bis irgendwann mal der Abschlepper da ist. Also, kann man da einen Kreisverkehr parken? Ich glaube, ich bin es. Wenn 150 bis 160 km/h beim Überholen nicht genug sind... Dann überholt man mit 200 Klamotten rechts. Auf die Schutzkleidung hat er hier vorsorglich dann direkt auch mal verzichtet. Wenn schon, denn schon. Achtet mal auf die Vorderleute. Na, was ist denn hier los? Na, das gute alte Reißverschlussverfahren. Jeder lässt jeweils immer ein Auto vor sich einfädeln. Und wie wir wissen, das funktioniert auf unseren Straßen ja immer super. Sag mal, die haben doch einen Knall. Ach, aber manche fahren halt auch getreu dem Motto, wenn jeder an sich selbst denkt, ist auch an jeden gedacht. Aber nur denn, ein Reißverschluss kommt selten allein, zumindest in unseren Dashcam-Videos. Und auch hier exakt das gleiche, der Opel macht mit Absicht die Lücke zu, um uns nicht rüberzulassen. Man könnte jetzt aber auch denken, so weit, so gut, aber damit ist die Szene ja auch vorbei. Weit gefehlt. Und nachdem der Opel vorhin Gas gab, um ihn nicht rüberzulassen, bremst er ihn jetzt natürlich noch aus. Und die Aktion vom Audi hier geht natürlich auch überhaupt nicht, aber wo kam der eigentlich her? Da der Audi ganz zu Beginn, als wir durch den sturen Opel-Fahrer am Einfädeln gehindert wurden, wohl direkt hinter uns war und wohl damit auch mitbehindert wurde, vermutet der Einsender, dass das ja irgendeine geplante Racheaktion war. Ja. Was willst du dazu noch sagen? Das ist irgendwie wie die Kinder im Sandkasten, die sich gegenseitig die Schaufel weggenommen haben. Ich finde es in diesen Videos ja immer wieder bemerkenswert, wie sich solche Sachen so schnell so hoch eskalieren können. Da haben sich auf jeden Fall mal wieder zwei gefunden. Eins, deins und... Jetzt hätte ich voll bei Rot durch.
Und im letzten Moment wirft er dann doch noch den Anker und setzt zurück. Ob der hier einfach völlig abwesend war und die rote Ampel gar nicht registriert hat erst? Ja, vielleicht hat er auch einfach nur Angst gehabt, dass der Gegenverkehr losfährt und die komplette Strecke wieder rückwärts zurückfahren muss. Auch möglich. Aber in manchen Sachen fragt man sich ja immer, wie das denn überhaupt geht. Der Vordermann hier, der hat jetzt gerade auf grün gewartet und ist bei grüner Ampel gefahren. So weit, so gut. Aber dann setzt es irgendwie aus. Einmal über Rot und obwohl direkt vor ihm in der Kreuzung Autos einbiegen, nochmal über Rot. Endlich mal wieder eine nicht einsehbare Kurve. Da kann man doch wieder auf gut Lückenüberholmanöver starten. Radfahrer müssen überholt werden, koste es, was es wolle. Und bevor wer fragt, rechts ist übrigens kein beschilderter Radweg für die entgegenkommenden Radfahrer gewesen. Hier warten wir an der Ampel. Wegen einer Baustelle wurde die Verkehrsführung geändert. Die linke Spur ist die Geradeausspur. Unsere Spur ist hier auf jeden Fall die Rechtsabbiegerspur und die rechte Spur ist die Busspur. Kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen. Ja, nur denn, Rechtsabbiegerampel ist grün, los geht's. Und er schneidet direkt die Spur. Unser Einsender lässt sich gleich auch noch anstecken. Aber es wird noch viel besser. Linke Spur PKW, rechts die Busspur, wie um alles in der Welt kann man dann den Bordstein hochknallen und auf dem Radweg landen. Also wirklich, egal wie oft man sich das hier anschaut, ich verstehe es einfach nicht. Aber in der heutigen Folge verstehe ich ja vieles nicht. In dem Moment, wo der Gegenverkehr zum Überholen ausschert, kann er uns schon sehen. Ist das solchen Leuten wirklich einfach egal? Hier sind wir wieder zurück auf der Autobahn. Einen klaren Schulterblick kannst du beim LKW natürlich nicht machen, umso wichtiger ist aber natürlich die durchgängige Verkehrsbeobachtung. Ich hatte die Szene am Anfang extra ein Stück länger gelassen, ganz am Anfang, da muss er das Auto gesehen haben. Und bis zum Spurwechsel kann sich das ja nicht plötzlich in Luft aufgelöst haben. Ja, zum Glück ist es aber nochmal gut ausgegangen. Hier sind wir jetzt wieder beim Christian, die Strecke ist bestimmt einen Kilometer weit einsehbar, da kann ja nun wirklich nichts passieren. Der Gegenverkehr musste fast bis zum Stillstand abbremsen, um den Unfall zu verhindern, ich verstehe es einfach nicht. Ein Autofahrer fängt an zu überholen, alle anderen im blinden Urvertrauen, ohne den Kopf einzuschalten, blind hinterher, koste es was es wolle, Hauptsache so schnell an diesem Fahrrad vorbei. Drei gesparte Sekunden sind ja schließlich wertvoller als das eigene Leben. Und dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein, in der heutigen Folge sind echt wahnsinnig viele Überholmanöver gegen Radfahrer dabei. Wenig Seitenabstand, noch viel weniger Seitenabstand. Und dabei habe ich tatsächlich sogar so einige Szenen noch aussortiert gehabt, sonst wäre das noch viel mehr gewesen. Und jetzt wirklich mal ganz offen gefragt, was will man zu sowas hier eigentlich noch sagen? Wisst ihr, ich sehe die ganzen Szenen in unseren Videos ja immer sachlich, versuche auch gerne mal aufzuzeigen, was man besser machen kann. Mir ist es ja auch wichtig, dass wir am Ende des Tages alle nur Menschen sind und selbstverständlich alle mal Fehler machen können. Auch ich bin nicht fehlerfrei und habe wirklich für vieles Verständnis. Aber wenn ich solche Videos hier sehe, blind in der Kurve überholen, blind vor der Kuppe, wieder blind in der Kurve und wieder blind vor der Kuppe, und nochmal komplett blind in der Kurve und sowas dann halt wirklich in jeder Folge passiert, für mich sind das einfach keine Fehler mehr. Das ist doch wie vom 10-Meter-Brett springen und erst bei der Landung rausfinden, ob überhaupt Wasser im Becken ist. Die Leute müssen beim Beginn des Überholens doch wissen, dass es schief geht, wenn einer kommt. Auch nach 505 Folgen will ich mich einfach weigern zu glauben, dass manchen Leuten sowas schlichtweg egal sein kann. Wie viel auch nur ein kleiner Funken gesunder Menschenverstand im Straßenverkehr doch verhindern könnte. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben, aber manchmal fällt es einem zugegebenermaßen echt schwer. Immerhin, ihr alle, die die Videos seht, ihr werdet wahrscheinlich nicht so überholen. Das ist ja immerhin auch schon mal was. Aber wie dem auch sei, wer nach dieser Folge jetzt wirklich noch mehr will, auf der linken Seite habt ihr selbstverständlich wie immer noch einen Videovorschlag eingeblendet. Klickt einfach drauf, dann kommt dahin. Ansonsten, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.